Sie werden gleich Zeuge sein bei einer Vorführung über die Möglichkeit von Bewegungen innerhalb der vierten Dimension. More like a big ball of wibbly wobbly, timey wimey stuff. Hallo Leute, ich begrüße euch zur ersten Folge in der Zeitmaschine. Ich bin der Kevin. Und heute mal bin ich ohne Mark Cain Debilius den Dritten, weil der hat gerade ein bisschen was um die Ohren, so dass ich mir gedacht habe, Kevin, alter Junge, nimmst das Ganze doch mal selbst in die Hand. Oder so ähnlich. Aber bevor ihr jetzt Heulkrämpfe kriegt oder wütend die Stopptaste drückt, ich bin nicht allein heute. Was mich dazu bringt, mein neues Format hier auf meinen Podsäulen zu erklären. Bei In der Zeitmaschine lade ich mir immer eine historische Figur ein und plaudere ein wenig mit ihr. So das Ganze im Grunde. Dabei müssen die historische Person muss nicht mal leben, sie kann auch schon längst tot sein. Sowas halt. Und mein heutiger Gast feiert, oder naja, er hat im Grunde vor ein paar Tagen seinen 90. Geburtstag gefeiert am 18. Oktober. Und er war eine Ikone der deutschen Schauspielkunst. Bei seinem natürlichen Sexappeal und seinen unschuldigen Grübchen bleibt auch heute noch kein Höschen trocken. Hallo Klaus Kinski! Einmal mit Profis arbeiten, einmal mit Profis arbeiten. Mein Gott, kann das denn so schwer sein? Aber ich bin kein Profi. Ja. Herr Kinski. Meine Agentur schleppt mir nie Profis an. Ja, das liegt vielleicht an Ihnen, Herr Kinski. Ich bin der größte Profi auf dem Planeten, ich weiß. Hallo, Herr Kinski, darf ich Klaus sagen? Oder? Machen Sie, wie Sie wollen. Das mache ich sowieso. Sie haben ja meine Einleitung gehört und unsere Hörer sind ja von den Podsäuen, unserem Podcast, einiges gewöhnt. Also steige ich gleich mit einer pikanten Frage ein. Wie lief es denn bei Ihnen und den Frauen? Hatten Sie mit viele und was ging da ab, ne? Mit den Frauen? Nun ja, wie Sie wissen, ich war nun ja ein Star, nicht? Ja. Alle Frauen sind mir hinterhergerannt. Sie haben sich nach mir gerissen. Sie haben sich nach Ihnen gerissen? Tatsächlich, also ich meine, nichts gegen Sie, aber Sie waren jetzt nicht unbedingt die typische Hollywood-Schönheit, oder? Bitte? Ich meine, sehen wir uns doch zum Beispiel, so was ist so in Hollywood gerade angesagt? Brad Pitt? Vergleichen Sie sich mal mit Brad Pitt. Sie wollen was von mir hören und nicht von Brad Pitt. Das ist korrekt. Wenn Sie ein Interview mit Brad Pitt wollen, dann gehen Sie zur Agentur von Brad Pitt und fragen dort nach einem Interview. Ja, Brad Pitt lebt aber noch. Ja, und? Brad Pitt ist nicht, der hat nicht solche Lebenserfahrung wie Sie, der ist noch keine 90. Wenn Sie jetzt hören wollen, was mit meinen Frauen war, dann lassen Sie mich ausreden. Ja, bitte, reden Sie. Wie gesagt, ich war ein Star, ich war der Schauspieler meiner Generation. Ich habe viele Angebote bekommen, hinter der Bühne, nach Shows. Es wurde sich nach mir gerissen, die Frauen wollten meinen bloßen Körper spüren. Aber ich war... Bitte lassen Sie mich einfach ausreden. Ja, Entschuldigung. Aber vielleicht war ich nie der Aufreißer, sondern eher der Frauenschwarm. Tatsächlich, also ich habe Gegenteiliges gehört. Von wem? Naja, es gibt Quellen, die sagen, dass Sie tatsächlich... Es gibt Quellen. Bitte nennen Sie mir Namen. Ohne Namen können wir nichts anfangen. Werner Herzog. Ja, Werner Herzog. Sie haben ja lange mit Werner Herzog zusammengearbeitet und tatsächlich auch eine Weile mit ihm zusammen gewohnt. Wobei man... Ja, was heißt lange zusammengearbeitet? Ich habe in meinem Leben über 160 Filme gemacht. Ja. Und fünf von diesen Filmen mit Werner Herzog. Aber die sind in Erinnerung geblieben. Werner Herzog hat sie ja erwähnt in seiner Dokumentation Mein liebster Feind. Und das ist mir bekannt. Ja, wir kennen ja seine Version der Geschichte. Wie ist ihre? Wie war es, mit Werner Herzog zu arbeiten? Werner Herzog hat viel von mir gelernt. Er war damals ein sehr junger Regisseur, der auf meine Erfahrung als Schauspieler
sehr gehofft hat und diese Erfahrung auch bekommen hat. Er wollte vieles sehen, wollte er ganz anders drehen. Aber glücklicherweise konnte ich meistens intervenieren und wir haben die Szenen so gedreht, wie ich es wollte. Deswegen sind die Filme, die wir gedreht haben, zu Filme geworden und nicht zu irgendwas, was man sich nicht angucken hätte, sich nicht hätte angucken wollen. Er war ein Wahnsinniger, war er. Ich kann mich gut an einen Abend erinnern, an dem er meine ganze Hütte, wir drehten damals irgendwo in Südamerika, wollte er meine ganze Hütte niederbrennen, samt mir. Was? Schlussendlich, ja, das hat er sogar selbst zugegeben, er hat es nachher natürlich nur ins Lächerliche gezogen und meinte, es wäre eine dumme Idee von ihm gewesen. Aber dann behauptet er, ich wäre wahnsinnig. Das sagt er, der einen Menschen umbringen will, verbrennen will. Bei lebendigem Leib mit Haut und Haaren wollte er mich verbrennen, weil er solchen Hass auf mich hatte. Also wollte Herr Werner Herzog sie töten? Verstehe ich ja. Das richtig? Ja, das wollte er. Aber gibt es da einen Grund für? Ich meine, sie müssen ja irgendwie aneinander geraten sein, aber sie schienen mir nicht irgendwie wie schlimme Kontrahenten oder Feinde. Wir waren Freunde eigentlich. Freunde? Aber zusammenarbeiten war immer schwierig. Ich habe gehört, das war mit ihnen allgemein schwierig. Das behauptet man, ja, aber ich konnte immer sehr gut mit mir arbeiten. Ich habe immer wunderbare Filme gemacht, viel Schrott, aber auch ganz wunderbare Filme mit wunderbaren Schauspielern und wunderbaren Regisseuren. Wenn man sagt, ich bin wahnsinnig, dann ist das doch wohl eher ein Kompliment. Wie man es nimmt, also für ihre Rollen ist das tatsächlich gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Sie haben ja meistens eher Bösewichte gespielt und Monster. Oder halt wirklich Wahnsinnige, wie zum Beispiel in Wojciech, der zum Beispiel am Kriegsdilemma zerbricht und irgendwann ja, zum Psychopathen wird. Oder in Nosferatu oder... Wojciech war ein ganz besonderer Film, auch mit Werner Herzog. Ja. Diese Rolle war mir auf den Leib geschneidert. Natürlich vielleicht auch, weil ich persönlich sehr gut zu mir passte. Identifizieren Sie sich mit Wojciech? Natürlich, jeder Schauspieler identifiziert sich, muss sich mit dieser Rolle, die er spielt, identifizieren. Sonst geht das nicht. Jeder Schauspieler, der etwas anderes behauptet, ist ein Narr, ein Vollidiot. Apropos Filme. Was ist Ihr persönlicher Lieblings-Klaus Kinski-Film? Und warum? Nun ja, ich muss dazu ganz ehrlich sagen, ich habe viele Filme, die ich sehr gerne mag, wo ich mich sehr gerne sehe. Ich meine, ich war ein wunderbarer Schauspieler. Ich sehe mich selber auch sehr gerne in Filmen, jedoch schaue ich mir die Filme nicht so häufig an. Ich muss dazu wirklich sagen, die Filme mit Werner Herzog haben mir alle fünf sehr gut gefallen. Wobei es tatsächlich nicht an Werner Herzog liegt, denke ich, sondern eher an mir und... An wem auch sonst. Natürlich. Ja, wie gesagt, der Wojciech war immer ein sehr... Die Geschichte ist sehr schön, sie hat mich schon immer fasziniert. Oder auch Fitzgeraldo, der Opernliebhaber. Ich selbst liebe Opern. Ah, welche? Ich bin... Einen bestimmten Komponisten? Ja, ich mag Wagner. Das dachte ich mir irgendwie. Irgendwie kam warum? Naja. Warum dachten Sie sich das? Mit Verlaub, Sie weisen gewisse Parallelen zu einem anderen berühmten Deutschen auf. Wenn in Form Ihrer... Auf wen spielen Sie dort an? Um ganz ehrlich zu sein, auf Adolf Hitler. Das ist eine Frechheit, ist das! Mich mit einem Massenmörder zu vergleichen. Naja. Mit so einem... So weit waren Ihre Rollen gar nicht davon entfernt, oder? Ja, meine Rollen. Aber Sie haben Rollen, das ist doch etwas vollkommen anderes. Aber Sie haben das ja auch ganz nach außen getragen, oder nicht? Nein, nach außen getragen. Was heißt nach außen getragen? Ich habe nach außen meine Persönlichkeit getragen. Und nichts anderes. Ihre Persönlichkeit war also tatsächlich dieses Cholerische. Cholerische. Ich war nun mal so, wie ich war und bin so, wie ich bin.
Das ist richtig, das sind wir alle, aber Mike, unter uns Fame-Huren, ja? Diese Fame-Huren, cholerischen was für ein Anfälle. Begriff. Lassen Sie mich bitte ausreden. Diese Ja. cholerischen Anfälle, waren die alle echt oder war das alles nur Image, das sie aufrechthalten mussten? Weil zum Beispiel zu ihrer Jesus-Show sind die Leute ja im Grunde nur gekommen, weil sie sie ausrasten sehen wollten. Seien wir ehrlich. Nun ja, schlussendlich die Jesus-Shows. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass die Leute wirklich nur deswegen kommen und nicht wegen der Botschaft, die ich überbringen möchte. Und wie Sie wissen, ist diese Tournee dann auch relativ schnell abgesagt worden. Genau aus diesem Grund. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Fratzen, die ständig in ihren Stühlen saßen und danach gafften, wie ich ausrastete. Aber Und nein, diese Ausbrüche, nennen wir es Ausbrüche, es waren keine Ausbrüche, ich habe einfach meine Meinung gesagt auf eine andere Art und Weise, wie sie die Menschheit nun mal so nicht sehr häufig erlebt. Die waren nie gespielt. Das war immer ich. das war authentisch, Authentisch, ja? ja? Wirklich Ja, authentisch. selbstverständlich war das authentisch. Meinen Sie, ich spiele jahrelang, spiele ich meinen Fans und allen anderen Leuten von der Presse oder wem auch immer, Werner Herzog, spiele ich etwas vor? Naja, immerhin sind Sie Schauspieler. Ja, ich bin Schauspieler, aber ich bin auch auf eine Art ein privater Mensch. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Wobei, über Ihr Privatleben gibt es auch einiges. Zum Beispiel über Ihre vielen Ehen. Viele Ehen. Darf ein Mann nicht so verheiratet sein, wie er möchte? Natürlich darf er das, aber es gibt halt Ja, auch ich habe Belast. immer die Frauen geliebt und die Frauen haben mich geliebt. Und ich habe es nie eingesehen, dass ich dieser Liebe nur einer einzigen Frau gebe. Also sie wollten teilen sozusagen. Sie wollten für alle da sein, sozusagen, als so ein großer Specht. Nein, hören Sie doch auf, so einen Schwachsinn zu erzählen. Doch nicht für alle. Doch nicht für alle, nur für die, die ich auch liebte. Ich habe ein großes Herz, ich habe ein wahnsinnig, irrsinnig großes Herz, in dem viele Frauen Platz gehabt haben. Und das größte Geschenk, was ich diesen Frauen machen konnte, war, sie zu heiraten, nicht? Ja, das verfragen Sie, glaube ich. Also wir sind jetzt mittlerweile in einer Zeit, in der die Ehe jetzt nicht unbedingt das Wichtigste ist, glaube ich. Aber das ist... Die Ehe ist doch nicht das Wichtigste. Ah, sondern... Die Liebe. Die Liebe. Das ist romantisch. Das hätte ich gar nicht von Ihnen erwartet, tatsächlich. Nun ja, sehen Sie, das ist gespielt. Ah, der Schauspieler, ich verstehe. Aber genug der alten Kamellen, nicht wahr? Was würde ein Klaus Kinski tun, wenn er in Deutschland der heutigen Zeit leben würde? Immer diese Fragen. Was würde ein Klaus Kinski tun? Was interessiert Sie, was ein Klaus Kinski tun würde Naja, ich heute? interviewe Sie, oder? Ja, aber was habe ich mit der heutigen Zeit zu tun? Nichts habe ich mit dieser Zeit zu tun. Ja, aber es sind doch sehr interessante Zeiten, das müssen Sie zugeben. Interessante Zeit. Es gab um einiges interessantere Zeiten auf diesem Zum Planeten. Beispiel Stellen Sie sich die Römer vor. die Römer. Ja, was war denn so interessant an den Römern? Die haben gelebt, wie sie gelebt haben, wie sie leben wollten. Die konnten ihr Leben so leben, wie sie sich das vorgestellt haben und nicht wie wir. Wir müssen so leben, wie sich das die Gesellschaft vorstellt. Naja, so weit ist das gar nicht entfernt von der Antike, finden Sie nicht? Interessant. Ja, bitte, sprechen Sie. Wenn man mal schaut, die römische Demokratie ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste von der Welt. Außerdem gab es viele Leute, die unter dem römischen Imperium gelitten haben, oder nicht? Ja, viele. Aber ich hätte nicht dazu gehört. Sondern? Der Abschaum. Wo hätten Sie sich gesehen im römischen Imperium? Als Kaiser, als was sonst? Klaus Cäsar. Bringt mir Wein und Huren. Wein und Huren, also wären Sie ein richtiger Lebemann gewesen, so wie eigentlich zu Lebzeiten immer schon, ne? Oder? Natürlich. Das Leben ist doch viel zu schade, um es den Haufen zu werfen. Das stimmt wohl. Wobei, was würden Sie denn machen, wenn Sie heute an der Macht wären? Wenn Sie Bundeskanzler wären, was würden Sie anders machen als Frau Merkel
zum Beispiel. Frau Merkel, diese aufgeblasene Hure. Dieses inkompetente Stück Mensch. Inkompetent? Warum? Nun ja, sie sitzt dort, machen wir es bildlich, sie sitzt dort auf ihrem Thron, auf ihrem Regierungsthron, die gesamte Amtszeit und macht quasi nichts. Nichts macht sie. Sie redet, zieht dabei die Mundwinkel nach unten und was kommt raus bei diesem Gerede? Nichts. Nichts. Einfach nichts, mit dem irgendjemand in diesem Land etwas anfangen kann. Sie hat kein Charisma. Das stimmt wohl. Merkel ist nicht unbedingt das Charisma in Person, aber sie ist eine solide Politikerin, finden Sie nicht? Solide. Muss ein Politiker immer solide sein? Naja, wenn man... Sollte ein Politiker nicht mal aus sich herausfahren und seine persönliche Meinung offen kundtun, sodass jeder im Volke seine Meinung hört? Also wären Sie eher der Fan von Seehofer, Horst Seehofer. Seehofer, dieser Bayern-Arsch in seinen engen Lederhosen. Aber ich bin froh, dass er keine Lederhosen trägt. Nun ja, geben Sie zu, Sie würden das noch ganz schön attraktiv finden, nicht? Wieso? Wie kommen Sie darauf? Ja, Sie stehen doch auf Lederhosen, nicht? Haben Sie vor dem Interview, haben Sie gesagt, Sie gehen ans Oktoberfest, ziehen sich da Ihre Lederhose an und schunkeln ein bisschen auf den Bänken. Wie gesagt, es kommt drauf an, wer die Lederhose anhat. Ich in der Lederhose würde perfekt aussehen. Perfekt. Nun ja. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum das Ganze hier Audio ist und nicht Video, ne? Ja, sonst würde man Ihre hässliche Fratze auch noch die ganze Zeit sehen müssen. Und Ihre. Nun ja, ich glaube, es gibt viele Leute, die sich darum reißen würden, meine Fratze noch einmal sehen zu dürfen. Das hat selbst Werner Herzog gesagt, er vermisst mich. Ja, manchmal. Werner Herzog ist aber auch so ein Dauerdeprimensch, habe ich das Gefühl. Der wirkt immer so niedergeschlagen. Nun ja, er ist in seiner eigenen Welt wie viele Künstler auf dieser Welt, nicht? Ja, aber tatsächlich ist Werner Herzog einer derjenigen, der sie immer noch total verteidigt und der sie wirklich in guten Erinnerungen hat. Wenn wir es runterbrechen, waren sie im Grunde ziemlich erwüterig. Nun ja, ich habe, wie gesagt, ich habe meine Meinung offen kundgetan auf meine Art und Weise. Ist das falsch? Nein, natürlich nicht. Aber Sie haben nicht auf meine Frage geantwortet. Was würden Sie als Bundeskanzler tun? Das ist eine schwierige Frage, was ich als Bundeskanzler tun würde. Allerdings. Diese Frage stellt sich mir überhaupt nicht, denn ich werde niemals in die Lage kommen, Bundeskanzler zu werden. Das ist genauso, wenn ich Sie frage, was würden Sie tun, wenn Sie einmal die Queen von England wären? Oh, so weit bin ich da gar nicht entfernt. Was, so weit sind Sie da gar nicht entfernt? Ja. Diese Pressefragen, mit denen keine Sau was anfangen kann. Keine Sau, das sind so Fragen, die interessiert doch niemand. Meinen Sie, irgendein Hörer von Ihnen interessiert sich dafür, was wäre, wenn Klaus Kinski Bundeskanzler wäre? Tatsächlich, ja. Ja. Stellen wir uns das doch einfach mal wirklich vor. In Ihrer Welt vielleicht, aber in der Welt... Ja. Nehmen wir das doch einfach mal als Planspiel. Sie, wenn Sie Bundeskanzler wären, in der heutigen Bundesrepublik Deutschland, was würden Sie machen? Was würde ich machen? Nun, ich kann Ihnen ja vielleicht mal so eine kleine Ausgangslage geben. Europa ist wirtschaftlich eine Wirtschaftsunion. Europa, dieses Gewichse mit der Freundschaft verschiedener Länder, das kann doch keiner ernst nehmen. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Frankreich und Deutschland auf einmal Freunde sind. Tatsächlich schon. Ja, gespielte Freunde, so wie Herzog und ich es waren. Also doch, war das doch nur Image. Nein, natürlich nicht. Nee, aber Ausgangslage. Die EU, die Europäische Union, ist eine riesige Wirtschaftsunion aus mittlerweile, 27 Staaten. Und es herrscht Krieg im Nahen Osten und in Syrien. Enormer Krieg. Aus den Kriegsgebieten fliehen die gesamte Zeit Flüchtlinge. Diese Flüchtlinge kommen hierher in riesigen Strömen, Tausende. Und Merkel hat offen erklärt, dass wir diese aufnehmen. Ja. Was würden Sie tun? Nun ja, da muss ich, Frau Merkel, muss ich sagen, hat sie absolut recht. Wissen Sie, ich bin zu einer Zeit geboren,
kurz vor dem Krieg, 1929, also kurz vor der Nazizeit, in dem heutigen Polen, und wir sind damals nach Berlin gekommen, ich mit meinen Eltern. Wir sind nicht so freudig empfangen worden, wie sich das meine Familie vorgestellt hat. Und ich weiß, wie es ist, ein Flüchtling zu sein. Ein Flüchtling im eigenen Land. Und ich würde mir wünschen, wenn diese Flüchtlinge, die heute bei uns ankommen, auch mit etwas mehr Offenherzigkeit aufgenommen werden und sich hier zu Hause fühlen. Vor allem haben Sie ja die Schrecken des Krieges am eigenen Leib erfahren müssen, nicht? Sie waren ja selbst eingezogen in der Wehrmacht. Ich war Soldat der Wehrmacht, ja. Und naja, da kann man ja, glaube ich, nochmal eine ganz andere Dimension darauf, wovor die Leute fliehen. Nun ja, Sie können sich das nicht vorstellen, wenn Sie durch Ihr eigenes Land laufen. Kilometer um Kilometer durch Ihr eigenes Land laufen und sehen, wie alles in Schutt und Asche liegt. Sie Hunger haben, Sie alles essen würden, was Ihnen in die Finger kommt. Wir haben Eichhörnchen gegessen, wir haben Hunde gegessen, wir haben Katzen gegessen, alles, was rumgesprungen ist. Wir wären auch damals am liebsten geflohen, aber wohin? Wohin hätten wir fliehen sollen? Wir hatten nach Amerika, nach Russland, wohin hätten wir fliehen sollen? Naja, ist eine sehr schwierige Frage, aber verstehe ich das richtig? Sie unterstützen da die Kanzlerin in ihrem jetzigen Kurs. Ja, das kann man so sagen. Ich unterstütze sie, aber auch nur in diesem Kurs. In ihrer Idee unterstütze ich sie. Aber in der Umsetzung nicht. Wie würden Sie das umsetzen? Wie würde ich es umsetzen? Meinen Sie, das kann man so in 5 Minuten erklären, wie man so etwas umsetzt? Grenze auf, alle rein, alle bauen sich ein schickes Reihenhaus hier in Deutschland und dann ist alles wieder gut? Naja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Versuchen wir uns da mal rein zu versetzen. Ja. Fragen Sie. Ups, Entschuldigung. Hier springen auch die ganze Zeit Karte durch die Gegend. Ich glaube, ich muss jemanden treten. Moment. Ja. Also, wo waren wir? Tausende Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Und es gibt offene Grenzen, weil Europa ist ja offen. Und wie würden Sie die empfangen? Beziehungsweise, was würden Sie tun, damit die versorgt werden können? Oder? Naja, wir machen das jetzt mal ganz einfach. Sie wollen von mir hören, was ich tun würde mit den Flüchtlingen. Ich frage jetzt einfach mal Sie, was würden Sie denn mit den ganzen Flüchtlingen tun, die hier ankommen bei uns? Nun, letztendlich sind das ja alles Migranten. Nehmen wir es mal so. Natürlich. Und diese Migranten kommen nach Deutschland, meist ohne Kenntnis der deutschen Sprache. Da muss ich einiges in der Migrationspolitik tun, die wir jetzt gerade haben. Wir haben, also wenn sie hier ankommen, sind sie meistens abgeschottet vom Rest der Bevölkerung, was einfach nicht geht. Wie wollen sie sich integrieren, wenn sie nicht teilhaben können an gesellschaftlichem Leben? Und ja, da würde ich erstmal versuchen, da Einrichtungen zu schaffen, weil es gibt genug Geld. Wir haben genug Geld im Haushalt dafür, der vor allem aus Waffenexporten kommt, das was ironisch ist. Aber wenn wir da ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann können wir denen Deutsch beibringen und können sie als Arbeitskräfte einsetzen, zum Beispiel wie damals die Türken in den 50ern und 60ern. Nun ja, das wäre natürlich das Ziel, was zu erreichen ist. Ja. Aber der Weg dorthin ist natürlich unendlich lang und schwer. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Das Volk ist, dass die deutsche Bevölkerung ist dafür noch nicht weit genug offen, denke ich. Oh ja, nehmen wir da zum Beispiel eine Dresdner Bewegung namens Pegida. Pegida, diese intoleranten Arschlöcher. Die meinen, sie müssten auf die Straße. Lassen Sie mich ausreden, wenn ich rede. Wenn Sie nicht hören will, was ich zu sagen habe, dann machen Sie Ihr Interview mit Werner Herzog oder Thomas Gottschalk. Entschuldigung. Diese intoleranten Arschlöcher, die meinen, jede Woche auf die Straße gehen zu müssen und zu demonstrieren. Was soll das denn? Meinen die ganz ehrlich, jemand nimmt sie noch ernst? Ich glaube schon. Die halten sich tatsächlich im Aufwind. Ja, das ist ein kurzer Aufwind. Allerdings sind die ja auch ein bisschen
Also sie lesen keine Zeitungen, sie vertrauen keinerlei Medien. Außer wenn du... Wenn ich ihre Stimme so höre, wird es mir auch relativ schwer fallen, ihnen zu vertrauen. Hey, das ging jetzt ziemlich nah. Ja. Und? Warum sind sie so gemein? Ich dachte, wir hätten einen Draht zueinander. Ein Draht zueinander? Ja, wieso nicht? Wir telefonieren schnurlos. Wie kann man einen Draht zueinander haben? Ja, das sagt man so. Das sagt man so. Man sagt vieles so. Vieles ist nicht so gemeint, wie es gesagt worden ist. Ach, Herr Kinski, eine bestimmte Zeit. Wir haben uns damals geeinigt, dass auf eine halbe Stunde und ich muss jetzt langsam auch Schluss machen. Es war Sie schön, mir, zu reden. Sie wollen mir sagen, das war's schon? Ja, tatsächlich war's das schon. Es tut das mir war's sehr schon? Leid. Vielleicht machen wir an Sie, anderer Stelle Sie, weiter. Und, Sie korrespondieren mit mir ein halbes Jahr, um einen Termin zu finden für dieses Gespräch? Ja. Und dann geht diese Scheiße nur eine halbe Stunde? Es tut mir leid, das hätte ich vielleicht vorher ja, reden sollen. Ja, es tut Ihnen leid. Meinen Sie, ich habe keine Termine? Naja. Meinen Sie, ich habe keine Termine? Naja, Sie sind Ich habe mir den ganzen Tag dafür freigenommen, um mit Ihnen dieses Interview machen zu können. Wirklich? Ich habe mich darauf vorbereitet, stundenlang. Und jetzt sagen Sie mir, ist es fertig? Ja, Herr Kinski. Sie Arschloch? Sie dummes Arschloch? Herr Kinski, ich... Machen Sie das beruflich, oder was? Leute... Machen Sie das beruflich? Interviews führen, ja, natürlich. Na, dann würde ich nochmal ganz stark darüber nachdenken, ob Sie nicht vielleicht Ihren Beruf verfehlt haben. Aber... Was hat denn dieses Interview zutage gebracht? Nichts hat es zutage gebracht, rein gar nichts. Was war der Sinn dieses Interviews? Naja, ich wollte den Leuten Klaus Kinski näher bringen, vor allem Sie das ja schon... Klaus Kinski näher bringen. Wenn Sie den Leuten Klaus Kinski näher bringen wollen, dann kaufen Sie denen eine Kinokarte und schicken Sie sie ins Kino. Dann können Sie den Leuten... Klaus Kinski näher bringen, aber doch nicht durch so ein belangloses Interview. Ja, da haben Sie vielleicht recht. Das ja, war... da habe ich recht. Ich weiß, dass ich recht habe. Das war Klaus Kinski und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch in der Zeitmaschine. Ich bin Kevin. Ciao. Ja, Sie dumme Sau, Sie hauen Sie ab.